Konnichiwa, ihr Lieben! Und, ja, oh Gott, ich will nicht, tu mir da zwei. Ich habe euch jemanden mitgebracht, eine Leidensgenossin meinerseits. Jemand, der von Lara so oft gepiesackt wurde wie ein kleiner Igel von seinem Kaktus. Möchtest du dich selber vorstellen? Darfst jetzt übrigens Werbung machen für dich. Achso, ja, hallo, ne? Wer mich nicht kennt, hat Pech gehabt. Ich will anonym bleiben. Wir sind hier und ich habe die Steuerung schon wieder vergessen. Das wird lustig. Ich habe aber die... Lara! Die Turbo-Taste gefunden. Das heißt gefunden. Ich habe einfach mal gegoogelt. Was auch sonst. Wir müssen uns mal hier so richtig ausrichten. So. Ich hasse Motorbootfahren. Ich bin seekrank. Nein, nein. Venedig, nein. Lara aus. Tucke mal zurück. So. Jetzt raus hier. Und den Schalter drücken. Also wenn wir Pech haben, kann das jetzt die ganze Folge dauern. Wenn wir Glück haben, geht's schneller. Ich habe kein Problem damit. Ich muss es ja nicht spielen. Danke. Das Telefon klingelt. Telefon. Und los. Wuhu. Jam 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 jam. Muss ich überhaupt lang? Nein, muss ich nicht. Verkackt. Und hier kann ich nicht wenden. Doch kann ich. Das arme Boot. Der USB-Sound war wieder mal bei mir. Ah. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. Ich auch nicht, lass mal. Ich auch. Und meine Maus, die klickert schon wieder rum. Dürfte ich dir eine Frage stellen? Warum zur Hölle hast du dich freiwillig entschieden, Tomb Raider 2 zu spielen? Warum? Freiwillig? Ach so! Ich wollte mir schon Sorgen um dich machen. Okay. Nein, keine Sorge. So lebensmüde bin ich mal ich. War's ein Boot? Oder Wette verloren? Es war ein Versuch, ein Kindheitstrauma zu bewältigen und irgendwas stimmt hier noch nicht. Denn irgendwie ist da dieses Problem, dass ich muss jetzt nochmal kurz die Route abfahren, ja. Also, ich weiß nicht so ganz, wo ich lang muss. Och, Mädchen. Du sollst da drüber fahren. Aber wieso tust du dir bitte freiwillig Tomb Raider 3 an? Das kann ich dich jetzt genauso fragen. Tomb Raider 3 ist mein Lieblingsteil. Den Lieblingsteil muss man im Pilz haben. Das ist eine Regel. Okay. Gut gekontert, wa? Ja, war ganz okay. Standbild. So, eigentlich müsste ich hier durch. Nur wie ihr seht, ist sie das Tor zu. Viel Spaß beim Suchen. Oh, sie ist schon wieder halb tot. Warum das denn? Ich habe aber kein Medipack mehr. Ja, blöd. Habe ich hier irgendwas vergessen? Oder eher irgendjemanden? Also, wenn sie gleich abgeballert wird, weiß ich, dass ich was im Auge habe und es sticht und ich nicht reden kann. Ah. Aua. Was ist das denn? Ah, dieser Sack was. Tut mir leid. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nee, so schlimm ist es auch noch nicht, aber... Ah. Ich sollte ja mal rausreiben. Ja, ich hab's gerade versucht. So, und hier müsste ich dann mit Vollspeed langkommen. Was hier jetzt leider gerade nicht geht. Da mein Ding ja wieder zu ist. Dein Ding ist zu. Aber haben wir nicht einen Schlüssel gehabt? Och nö, ich habe irgendwas vergessen, glaube ich. Ein Alltag in Tomb Raider. Nicht lustig. Doch, das ist alltagsmäßig. Also das kennen wir alle. Ja, schon halt. Ne? Aber ich habe halt gerade im Moment einfach kein Medipack per Hand. Und sie ist halb tot. Das ist natürlich scheiße, ne? Das ist super optimal, ja. Also entweder ich muss da jetzt mit voller
Geschwindigkeit es schaffen, durchzukommen. Oder ich muss mich auf die Suche begeben nach dem Ding, was ich vergessen habe, wovon ich aber nicht weiß, dass ich es vergessen habe. Ist jetzt also nicht viel besser, ne? Ah, man kann sich das eben nicht aussuchen, ne? Danke. Ja, bitte, ne? Ich weiß, dass ich dir nicht helfen kann, aber trotzdem bitte. Sag mal, hast du mich eigentlich? Ich? Nein, du ja, doch nicht. Kann das sein, dass du mit Lara redest? Ja, die hasst mich sowieso, das wusste ich aber schon länger. Wieso sollte ich dich hassen? Ich bin nur schadenfreudig, wenn ein Mensch Tomb Raider spielt. Ach, na, wenn es weiter nichts ist. Ja, ich muss jetzt erst 10 Tage... Bumm, gegen die Wand. Oh, sie ist tot. Sie ist gegen die Wand gefahren und dabei gestorben. Ups. Aber schön, dass der Gong wenigstens noch ertönt. Versuchen wir es einfach nochmal. Der Gong? Bist du gerade bei dem Zeitspiel? Ja. Ah, ich hab das gehasst. Ich denke, du hast Tomb Raider 2 nie gespielt? Ich hab jeden Teil gespielt. Außer Underworld, weil das scheiße so, naja. Den gab's letztens im Computerbildspiele kostenlos. Ja, ich hab mir damals, als er rausgekommen ist, sofort gekauft für 40 Euro oder so. Nee, toll. Ich nicht. Ich hab auf den PS2-Release gewartet. Um dann festzustellen, dass... Fick dich. Nö. Gong, hör auf zu gongen. Gong, hör auf damit. Er tut's aber nicht. Er sollte aber tun. Hör auf! So, jetzt aber. Hopp! Und jetzt speichern wir nochmal, denn jetzt müssen wir eigentlich nur in das Auto in das Boot einsteigen und losfahren. Gong. Ah! Lara! Wir können laden. Du Dumme! Weißt du, ich sitze hier die ganze Zeit mit vollem breiten Lächeln und stell mir nur gerade vor, wie du jede dritte Sekunde stirbst. Ach, das ist aber nett von dir. Danke. Ich hab dich auch sehr lieb, ne? Das weißt du ja. Ja, ich merke es. Jetzt! Biatsch! Weißt du, ich werde dir zum Geburtstag mal eine Tomb Raider Collection Edition schenken. Alle Teile. Von 1 bis Teil 9. Wenn du mir jetzt auch noch von mir verlangst, die zu Let's Playen, hau ich dich. Du musst das Let's Playen. Nein! Du Blöde! Das... Okay, es ist schaffbar. Der lange Weg ist auch schaffbar. Du darfst nur nicht daran hängen bleiben, so wie ich es gerade getan habe. Versuchen wir es nochmal. Nicht hängen bleiben, Lara. Nein! Du bescheuertes, kleines, grünes Ding. Ach, das sind Weiber. Das ist wahre Frauenliebe. Warum machst du das nicht? Ey, ich hab doch schon nach links gelenkt. Sag mal, bist du denn nur zu blöd zum Leben oder was? Ganz ruhig. So. Links. Links. Danke. Rechts. Genau. So. Und jetzt nicht an der Mauer hängen bleiben. Gerade, gerade, weiter, weiter, weiter. Und rechts. Und weiter. Und wieder rechts. Nicht hängen bleiben. Und jetzt Vollgas! Nein! Ah, Cheat! Das war so ein Bug! Das war so ein Bug! Wir haben es geschafft! Venedig. Benötigte Zeit? 32 Minuten und 59 Sekunden. Gefundene Geheimnisse? Keine. Ja, ja, ich weiß. Besiegte Gegner? 15. Benötigte Munition? 420. Treffer? 300. Benötigte Medipacks? 4. Zurückgelegt, Distanz 2,01 Kilometer. Das ist schon irgendwie sehr süß, ja.
Hallo, ich bin noch klein, ich darf das. Du bist älter als ich. Ja, na ja. Und? Aber ich bin Tomb-Raider-mäßig klein. Ja, genau. Du so, hast, speichern ja. Wir erstmal. Wie heißt denn dieses neue Level? Das habe ich nämlich von den ganzen tollen Tomb-Raider-Spielern abgeguckt. Bartolis Versteck. Fickt euch, das kann nicht gut gehen. Ach du Scheiße. Ich hasse dieses Level, aber naja. Mach dir nichts draus, ich hasse Tomb Raider. Ich finde Tomb Raider 2 einfach scheiße, ich weiß nicht. Der erste war so genial. Und dann der zweite, ich weiß nicht, das war irgendwie total... Boom. So, hier waren Mäuse. Da oben kommt, glaube ich, gleich... was raus. Deswegen... Okay, Lisa ist soeben abgestürzt. Ah, und das auch noch verdammt laut. Oh, was ist das denn jetzt? Ah! Ah! Habe ich jetzt schon gespeichert? Ich habe es vergessen. So, wir sind wieder da. Skype hat ein bisschen rumgebackt. Das tut es gerne. Lisa war die ganze Zeit noch da, aber ich habe sie, glaube ich, voll geschrien von wegen... Au, das tut weh! Was ist denn das? Ich weiß doch ganz genau, dass hier einer um die Ecke kommt. Was? Was hab ich jetzt gemacht? Okay. Ja.